Das letzte Mal bei der verschollenen Aufnahme von Custom Quest. Und herzlich willkommen zurück zu Custom Quest. Von Steam, PCs und allem möglichen. Nee, von auf Steam. Yay! Einfach Angriff! Erfolg! Einfach Angriff! Erfolg! Ja. Herzlich willkommen zurück zu Custom Quest. Das ist ein wunderschaurigen Abend. Ja, die letzte Aufnahme ging etwas schief. Es war übel asynchron, also so um die 10 Sekunden Videospur haben gefehlt. Deswegen habe ich mich entschieden, sie nicht hochzuladen, sondern vielleicht... Es gab auch kein Highlight, deswegen habe ich es auch einfach so lassen können, ne? Außer vielleicht, dass ich das Reitschattenkostüm hier hinten habe, es euch noch zeigen kann und erklären. Und ansonsten... Hab ich nur einmal kurz eine Lache verpasst, die ich relativ lustig von mir selbst fand. Okay. Jetzt gehen wir hier durch das Tor. Wir schleichen uns erstmal derbe von hinten an. Oh Mann. There's a monster right in front of us. Ja, am letzten... Stimmt, ich bin jetzt amerikanischer Alpeer. Das ist auch noch passiert. Ich bin ein spontan amerikanischer Alpeer geworden. Oh mein Gott. Ich wette, ich könnte sie mit meiner Sammeltüte vermöbeln, wenn ich mich hinter sie schleichen könnte. Ei! Oh yeah, Robot Time! Und die Freiheitsstatue. Oh Gott. Die Weißen sind die Weißen, mal gewesen. Ah, Hinterhalt. Sehr schön, einfacher Angriff auf den Weißmagier, weil er kann heilen. Und die Angriff funktioniert einfach so, man muss einfach zwei unterschiedliche Tasten hauen, hämmern, aber halt eine von denen muss W, also eine muss mindestens W, A oder D, S oder D sein. Und die andere muss dieselbe Eigenschaft besitzen, sprich man hämmert entweder auf durch A und S oder... Wie ich jetzt zum Beispiel auf A und D. Funktioniert ganz wunderbar. Bufft euch nur. Wir haben es gerade quasi fast erledigt. Hymne. Ich glaube, müsst ihr loben, ich bin es nie davor. Jedenfalls merke ich, dass dieser Gegner einen Hintern voll Schaden macht und überhaupt nicht gut gefällt. Gut, hat immer noch 1100 XP gebracht, das ist relativ viel. Fuck, wie soll ich mich zum Beispiel bei dem dahinter schleichen? Drehst du dich noch um? Also ich fahre aktuell mit dem Roboter und der Freiheitsstatue, das er heilen kann, ziemlich gut. Vielleicht wecke ich auch mal auf den Ritter, dann habe ich... Oh cool, wobei die Freiheitsstatue greift ja auch an. So, das war schon mal der Schaden von unserem Hinterhalt. Ich bin ein Robo-Man. Und warum ist so viel Leben? Ich habe alle Gegner gemacht, die es gibt. Warum sind auf einmal so elendig böse stark? Das ist schon ein bisschen heftig.
Na, ich muss mich doch schon heilen. Hatte ich nicht mal so eine Fähigkeit gekauft, mit der ich quasi Blockschaden gemacht habe? Das wird mich jetzt noch interessieren. Ich hab's nun schon versucht, nochmal einmal dieselbe Taste drücken muss, aber es müssen immer zwei unterschiedliche sein. Ich hoffe, diese Kämpfe werden später nicht noch abnormal unfair. Ich bin auf die Abwesend. Ich weiß nicht, wie die Kämpfe später werden. Au. Das war ganz schlecht. Weil aktuell mehr als die Kämpfe machen, die mir zur Option stehen, kann ich halt auch nicht, ne? Immerhin werde ich voll gehalten nach dem Kampf. Guck du mal nach links, Kollege. Die Zeit drängt. Psst. Kinder des Friedhofs. Nächster Kampf. So, ich gehe direkt wieder auf den Heiler. Ich weiß schon warum. Ich mag ihn nämlich überhaupt nicht. Ich mal allein den Lebensunterschied reinziehen, da kommt den Kanon ja doppelt so viel Leben wie wir. Aber okay, technisch gesehen, das sind doch waschechte Monster. Wir sind nur irgendwelche kleinen Kinder mit ihren Kostümen mal was abartig Cooles machen können. Das muss man halt dazu bedenken. Cool, ich muss den Kumpf alleine machen. Uncool. Müssen wir uns auch mal privat wahrscheinlich mit Mädel spielen, weil ich nicht weiß, was die kann. Ob. Oh. Die nächsten Angriffe muss ich blocken oder wir haben ein Problem, Leute. Wir haben jetzt schon ein Problem, macht mir genau 20 Schaden. Okay. Was passiert jetzt? Aber dürfen nochmal, achso. Sprich, das Spiel ist eigentlich relativ nett zu an. Sagt hier. Du verlierst, aber hast keinen Nachteil davon. Es geht ja auch nicht hauptsächlich um den Kampf, sondern eher um, denke ich mal, den Spaß am Halloween. Dieser Kinderzulie. Jetzt ist mal meine Freistart, so wie ich jetzt nicht komplett abkackt, dann habe ich richtig gute Chancen. Und wenn ich immer die falsche Taste drücke, habe ich richtig schlechte Punkte. Ich habe das Gefühl, meine Freistart stirbt, bevor ich quasi zum nächsten Zug komme. Oh oh. Ja, ist cool, ne? Ich verliere nochmal. Ja, ihr seid die Besten. Ihr seid die Allerschönsten und die Coolsten. Aber das mal. Ja, komm, komm her, komm her. Ich schaff den noch. Wieder kein Kampffokus, also. Muss doch machbar sein. Wahrscheinlich, wenn ich mehr blocke. Wenn ich das besser drauf habe. Dann habe ich wahrscheinlich gute Karten.
Buff doch nicht den einzig gefährlichen. Ja, ich brenn. Ist geil. Brennt doch bitte auch beide. Wieso kann ich nicht diese manchmal teilweise merkwürdigen Animationen überspringen? Das fände ich ziemlich gut. Ich meine, ich kann das Kampfintro überspringen. Das habe ich schon festgestellt. So früh. Oh, hat noch 9 Leben. Komm. Okay, du buffst. Das ist machbar. Dann haben wir jetzt einen weniger und... Wenn er jetzt auf Reynold geht... wird diesen Angriff natürlich nicht überlebt, aber eine Freiheitsstatue lebt noch. Haben wir diesen Kampf gewonnen. Puh. Ja, was willst du von mir? Anscheinend gar nichts. Finde ich gut. Was ist das? Weiß nicht. Schlag mal drauf. Ach. Haben wir sprechende Vogelscheuche? Hast du keine Angst? Natürlich nicht. Solltest du aber... Die Jagd ist eine sehr mächtige, sehr gefährliche Hexe. Kannst du es helfen, sie zu bekämpfen? Ich kann dir das hier geben. Wahrscheinlich ein Vogelscheuchenkostüm. Und hier etwas Kleines, das dir auf die Sprünge hilft. Okay. Wer bist du? Ein Freund. Ja, welches Kostüm haben wir? Aufgaben, Kampf, Magen, Kostüm, Muster. Geschafft, geschafft, geschafft. Kostüm Kürbis. Ah. Wunderbar. Da kann man auch ein bisschen was über die Kostüme nachlesen. Das machen wir ein andermal. Wenn ich mal mehr Kostüme habe. Manche Geheimnisse können wir sogar in der Süßigkeit nicht lösen. Ich bin einfach so lange drauf, bis er aufgeht. Gut, dann halt nett. Ich weiß, dass wir die Zeit noch hinterher hinken. Ganz besonders Delta, ich habe ihn erwischt, wie er unter dem Busch geschlafen hat. Ich sage einfach nur, dass es keine 5 Minuten eingeladen hat, Burton. Bringen wir anschließend zum Einkaufszentrum Autumn Heaven. Maxell ist dort und er sagt, er hat einen Riesenfund an Süßigkeiten gemacht. Komm nicht zu spät, sonst nimm ich diesen Shop, mach dich noch hässlicher, als du schon bist. Also, das war unnötig verschwendet. Okay, hey, Supercher, du kannst alle Süßigkeiten haben, wir werden dich nicht aufhalten, wir wollen nur diese große Süßigkeit enden. Bist du irre, das ist unser Meisterstück, der Boss wird das eigentlich leben, das Ding zu essen, sie sieht super weich aus. Was, Reynolds, wenn die mich essen, dann werde ich total... Welches total, ne? Niemand will hier irgendwen essen, ausgenommen ich Kerl hier. Du willst ein Megafon essen! Nein, aber das hätte ich nicht gerne, wie man da bevorzugt, aber man steht auf dem Spiel. Daher muss ich meine böse Seite zeigen. Also jetzt klar, ich bin der Meister und noch mittelmäßig. Du bist effing riesig! Und das Megafon ist ein eigener Boss! Einfach mal auf uns selbst. Oh oh. Ich gehe einfach weiterhin auf uns selbst. Das ist mal. Das war nix.
Wenn er kaputt geht, muss wahrscheinlich auch sein Megafon kaputt gehen, oder? Ich hoffe es irgendwie. MC Rocket Battle. Die Hymne muss jetzt sein. Ich will nicht, dass mit dem Kampf jemand wegstirbt. Rückzug! Ich muss aufs Megafon. Ich glaube, ansonsten wird es nix. Das Megafon hat immer noch 50 Leben weniger. Vielleicht ist das noch mein dezenter Hinweis. Also macht das lustige Geräusche, wenn es Faden bringt. So, jetzt muss der komische Schamane weg, weil der nervt mit seiner blöden Heilung. Ich kann noch ein Teammitglied vertragen, Leute, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwo eins herbekomme. Okay, Raketenhagel. Und die Hymne. Um wenigstens etwas Heilung reinzukriegen. Und wenn es diesmal nicht klappt, dann tausche ich den Roboter gegen den Ritter aus. Ja, rate mal, wo ich gerade drauf gehen will, lieber Everett. Ich will auf das Mundstück gehen. Schon die ganze Zeit. Aber leider kam mir immer so ein blöder Goblin-Schamane über den Weg. Jetzt heilt das Ding nicht schon wieder. Der Kampf ist wenigstens tragbar, also noch. Das sieht sich komplett dumm aus. Nein, das war für mein Eigentum! Oh Gott! Das mit dem Blocken müssen wir noch mal üben. Das müssen wir wirklich noch mal üben. Du ziehst jetzt das Ritterkostüm an. Ich hab das Gefühl, das Blocken ist meine einzige Möglichkeit, was zu reißen. Also ich verkacke die Angriffe immer, dann ist das natürlich so blöd. Okay, er schildert sich selbst. Damit kann ich noch leben. Ich will das Megafon kaputt machen. 42. Ich mach doch nicht meine ganzen Züge kaputt. Wachschild auf. Mein Gruppenmitglied wird wahrscheinlich besser sein. Und die Hymne hüpfe ich mir noch auf. Frage ist, wie lange hält das Wachschild? Ach, das hält noch eine Weile. Sprich, ich kann es technisch gesehen auf uns beide machen. Was damit extrem cool wäre. Schon wieder die falsche Taste. Okay, aktuell ist der Heide damit beschäftigt, nur das Megafon zu heilen.
ich mach's Megafon die ganze Zeit jetzt kaputt. Bei nächste Runde heile ich mich, das wird wichtig sein. Also Reynold, Wachschild auf deine Heilerin geding. Sonst können wir das Megafon wieder zu zweit runterkloppen. Oh oh. Also die drei Leben von Reynold sind jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, kann man sagen. Also das mit dem Ritter war schon mal ein guter Anfang oder ein guter Vorsatz, aber ich brauche jetzt doch wieder den Robo, weil ich den Robo brauche. Diesmal gehe ich... Ich gehe einfach auf den Schiff selbst. Punkt. Egal was kommt, ich gehe jetzt auf und los. Egal ob er geheilt wird oder nicht. Aktuell die einzige Taktik, die mir spontan anfällt. Ich einfach ihn selbst weg. Bäumel. Kiste brennt immerhin mal. Ist ein Anfang, ne? Gott, da kann ja richtig böse viel heulen. Ich wollte trotzdem weiter verprügeln. Technisch gesehen kann das doch nicht mehr ewig gehen. Warte mal, eine Heil-Item. Geht das noch? Und ich hab wieder auf 49. Mein guter, sauguter Anfang. Jetzt haben's guck ich nach mit den kaputten Mau. Und langsam bin ich planlos. Ich meine, wenn ich andauernd die Schamanen kaputt mache, reicht mir einfach die Zeit nicht. Hat's Megafon geheilt, das wäre technisch gesehen eigentlich mal eine Chance. Aber leider macht die Freizeitstatue keine 42, 52 Schaden. Jetzt sind wir immerhin für eine Runde los. Oder ich hebe mir meinen Spezialangriff, außer jetzt die Hymne, so lange wie möglich auf.
Oh, ich habe gerade ein 3DS rumgebustelt. Mano. So kurz wird er wahrscheinlich nie wieder vom Sterben sollen. Ja, das Megafon geheilt! Viva la Random! Oh Gott! Muss ich aus heute mit dem Rauchen aufhören? Ja, dann schnappen wir uns einfach diesen Bus und... Wind her! Okay. Autumn Haven, also... Herbsthafen. Ich bin auf meinem Würfel gelandet. Oh. Schnell, lass uns reingehen, bevor wir uns im Rückspiegel sehen. Wo sind wir? Man kostet in Autumn Haven. Bei der gottverdammten Warenkasse 91. Jetzt ein Part beendet.